Leute, wie ich schon im Januar-Video berichtet habe, befinden wir uns ja im Jahr 2016 unter der Regentschaft des Mars. Mars wird, wie gesagt, eine sehr große Rolle in diesem Jahr spielen, mal ganz abgesehen vom Jahresregenten, hauptsächlich deshalb, weil er in diesem Jahr im Schützen rückläufig wird und in den Skorpion zurückwandern wird. Mars befindet sich ja bereits im Skorpion. Wir haben nun in diesen Wochen, so ungefähr bis zum 18., 19. Februar, außergewöhnlich viele harmonische Aspekte von Mars im Skorpion zu den großen Powerplayern des Zodiacs, also zu Pluto im Steinbock, zu Chiron in den Fischen, zu Neptun in den Fischen, zu Jupiter in der Jungfrau, zum aufsteigenden Mondknoten in der Jungfrau. Wir erhalten hier also in diesen Wochen ein sehr angenehmes Vorspiel auf dieses Jahr und können damit unsere Mars-Energien richtig einstimmen, sozusagen. Mars symbolisiert ja unsere Aktionskräfte, also unsere männlichen Energien, unsere Yang-Energien. Alles im Leben beruht letztlich auf Aktion und Reaktion. Ja? Und von daher können wir in diesen Wochen nun üben, wann ist es angebracht zu agieren, also bewusst zu initiieren. Mars ist ja der Herrscher des Widders, damit ein initiativer Planet. Ja? Wann ist es angebracht zu reagieren und vor allem, wie reagieren wir? Denn auch eine Reaktion sollte natürlich nicht einfach in stupider, passiver Art vonstatten gehen. Also sagen wir mal, wir hatten eine wunderschöne Nacht mit unserem Schatz, gehen morgens gut gelaunt zur Arbeit und freuen uns, bei der Arbeit zu sein und begrüßen voller Freude alle Kollegen, sind im Kopf schon bei unserem schönen Feierabend. Ja, und dann begegnen wir hier aber einem Kollegen, der eine weniger schöne Nacht hatte, im wahrsten Sinne des Wortes schon mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, dann eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit kam, einen tierischen Anschiss vom Chef bekommen hat. Und der dann versucht, seine negative Energie, seine schlechte Laune an uns abzuschleifen. Es gibt ja diesen schönen Film, was heißt schön, der ist ganz schön spooky, diesen Film Fallen, auf Deutsch heißt der, glaube ich, Demons, mit Denzel Washington, Ende der 90er entstanden. Und in diesem Film sieht man sehr, sehr schön, was jeder von uns kennen dürfte, zumindest jeder von uns, der in einer Großstadt lebt oder halt schon mal in einer Großstadt war für längere Zeit. Denn in einer Großstadt hat man natürlich ständig diese Dynamik, wie sie halt in diesem Film dargestellt wird, wo ja sehr viel sich darum dreht, dass Menschen aneinander vorbeigehen oder einander begegnen. Und jeder gibt diesen Demon, also diesen Dämon, an den Nächstbesten ab. Ja, also weil man läuft zum Teil einfach nur aneinander vorbei, guckt den anderen schräg an und gibt diesen Dämon, in diesem Film ist es halt ein Dämon, an den anderen ab. Auch Mars kann halt in extremer Weise gelebt so eine Art Dämon sein. Ja, also diese aggressive Energie, diese sehr zerstörerische Energie, wie sie eben von mir beschrieben wurde, also dieser Kollege, der dann versucht, seine schlechte Laune an uns abzulassen, kann halt symbolisch dieser Dämon sein, der sich auf uns dann auch auswirken kann. Die Frage ist halt immer, fangen wir den Ball? Und vor allem, wie fangen wir den Ball? Was machen wir mit dem Ball? Ja, werfen wir den Ball einfach zurück?
versuchen wir den Ball wie in einem Blindekuhspiel an den Nächstbesten dann abzugeben. Also wir nehmen diese schlechte Laune von diesem Kollegen auf, brüten ein wenig vor uns hin und der Nächstbeste, der an uns vorbeiläuft oder mit dem wir telefonieren, kriegt sie dann wieder ab, wie es dann in diesem Film sich abspielt. Oder sind wir einfach empfänglich? Nehmen wir diese negative Energie auf und wir haben dann die ganze Arbeit, müssen diese negative Energie halt verarbeiten, ja, damit wir halt wieder genug positive Energie haben, die wir dann an unsere Kollegen oder an unseren Schatz weitergeben können. Oder wie reagieren wir? Ja, wir könnten natürlich auch auf diesen mies gelaunten Kollegen ganz anders reagieren und diesen mies gelaunten Kollegen dann froh gelaunt stimmen, ja, oder zumindest seine negative Laune halt relativieren, was natürlich dann auch wieder ein Stück Arbeit bedeuten kann, ja. Also was ich damit sagen will, sehr viel dreht sich halt im Leben natürlich um Aktion und Reaktion, obwohl eigentlich im Grunde genommen alles letztlich eine Reaktion ist, denn dass ich mich jetzt hier hinsetze und das Video mache, ist ja eine Reaktion auf meine Gedanken, auf meine Gefühle und, ja, auf meine Recherche. Und von daher ist natürlich alles letztlich eine Reaktion. Mars ist ja, wie gesagt, der Hauptherrscher des Widders. Der Widder ist der Initiator, kann aber dadurch auch oft sehr viel Energie verschwenden, weil er sich unter einem ständigen Aktionsdrang befinden kann und dadurch eventuell auch oft unüberlegt initiiert, unüberlegt handelt. Mars herrscht aber auch im Skorpion nach wie vor mit. Da der Skorpion aber ein weibliches Zeichen ist, ein Wasserzeichen, also ein sehr emotionales, gefühlsbetontes Zeichen ist und noch dazu ein äußerst tiefgründiges, ja, und sehr triebhaftes Zeichen ist, können wir uns hier nur allzu leicht, wie in diesem Film Dämon, halt von der negativen Energie von anderen beeinflussen lassen. Denn der Skorpion symbolisiert ja auch das kollektive Unbewusste, unsere gemeinsamen Ressourcen. Und von daher können die Grenzen hier ungeheuer fließend sein, so dass dann dieser Kollege seine schlechte Laune ohne weiteres an uns abstreifen kann, wir sie aufnehmen und dann vielleicht gar nicht mehr wussten, was war zuerst die Henne oder das Ei, woher kommt das überhaupt, dass wir auf einmal so bedrückt sind oder sogar wütend sind. Ja. Also, ich würde sagen, wir nutzen die kommenden Wochen, um uns mit unseren marsischen Kräften halt wirklich auseinanderzusetzen, um uns darin zu üben. Denn Mars wird hier, wie gesagt, außergewöhnlich positive Aspekte zu den Großmeistern des Zodiaks bilden. Ja? Außer Uranus im Widder, der lässt noch auf sich warten. Das wird erst im Herbst 2016 der Fall sein, dass dann, wenn der Mars aus seiner Rückläufigkeitsphase rauskommt, er hier ein harmonisches Trigon aus dem Schützen zu Uranus im Widder bilden wird. Und dann haben wir hier sozusagen einen Freistoß, haben hier unsere Abschlussprüfung und können halt sehen, was wir in diesem Jahr gelernt haben, wie wir halt auf eine konstruktivere Art mit unseren männlichen Energien umgehen können. Ich möchte natürlich wie immer hinzufügen, dass es auch darauf ankommt, inwieweit hier unsere persönlichen Punkte getriggert werden, ja, denn es heißt natürlich nicht, dass nur weil Mars sich in diesen Wochen in einer harmonischen Position befindet, wir uns nun alle friedvoll in die Arme fallen und alle unsere persönlichen Probleme vergeben und vergessen sind. Denn es könnte ja sein, dass dieser eben genannte Kollege in diesen Tagen dann meinetwegen Mars im Quadrat zu seinem Uranus oder zu seinem Saturn hat, ja, und von daher bei ihm dann trotzdem bestimmte Spannungen stattfinden.
Nichtsdestotrotz steht diese Energie halt, schwebt sie sozusagen über allem, also über jedem Individuum und ist von daher auch leichter zugänglich, als wenn halt allgemein eine extrem angespannte Atmosphäre herrscht. Ja. Und da Mars ja auch unser Ego symbolisiert, hängt hier natürlich auch unheimlich viel mit unserem Ego zusammen. Also inwiefern wir uns hier mit bestimmten Vorkommnissen identifizieren und dann dementsprechend blind darauf reagieren, ja? Und inwieweit wir auch unser eigenes inneres Tier, was halt auch von Mars symbolisiert wird, im Griff haben, integriert haben, ja? Und es heißt um Gottes Willen nicht, ja, dass Aggression etwas Schlimmes ist und tabuisiert werden sollte, wie es ja leider in der westlichen Welt sehr, sehr oft der Fall ist. Denn dadurch machen wir alles nur noch schlimmer, sondern dass diese Energie sozusagen einem alchemistischen Prozess unterzogen werden sollte, was natürlich nicht innerhalb von wenigen Wochen nun passieren kann, ja, was halt wirklich Arbeit an sich selbst bedeutet. Aber dass man dann halt dadurch auch lernt, seinen Schmerzkörper hier zu heilen und dadurch dann auch sozusagen immun ist gegen gewisse Angriffe, ja, oder gegen gewisse unangenehme Einflüsse von außen. Es liegt also letztlich hauptsächlich an uns selbst und wir haben fast immer die Wahl. Lasst uns die Zeit nutzen. Man kann sich natürlich auch entscheiden, nur zu reagieren und gar nicht bewusst zu initiieren oder bewusst zu agieren. Aber dann lebt man sein Leben auf Sparflamme und wird halt auch höchstwahrscheinlich nie sein volles Potenzial ausschöpfen können. Ja, denn wir müssen natürlich uns auch manchmal über gewisse Grenzen hinwegsetzen, um weiterzukommen, um zu wachsen, um überhaupt erkennen zu können, was in uns steckt oder wer in uns steckt, ja. Ich bin gespannt, was sich in diesem Jahr ergeben wird. Wir sehen ja leider, Mars ist ja mythologisch gesehen der Kriegsgott. Wir sehen ja leider, dass die Menschheit bisher noch nicht allzu viel dazugelernt hat, nach so langer Zeit, wie wir uns nun hier auf diesem Erdball befinden. Aber ja, wir können ja hoffen, dass wir doch einige Entwicklungen durchmachen und letztlich, ich meine, das hört sich jetzt so platt an, dass wir nicht allzu viel dazugelernt haben. Wenn man halt genauer hinschaut, dann sieht man ja schon, dass wir einiges dazugelernt haben, was diese Kriegsenergien betrifft, diese marsischen männlichen Energien. Aber ich frage mich manchmal, haben wir wirklich dazugelernt oder beherrschen wir uns einfach nur? Denn im Skorpion geht es halt auch sehr viel um Beherrschung, um Selbstbeherrschung, um Kontrolle. Ja? Und wenn man halt heutzutage sich mal anschaut, wie die Menschen im Internet agieren, dann denke ich leider, wir haben eigentlich nichts dazu gelernt. Wir beherrschen uns nur, solange wir uns beobachtet fühlen, solange wir das Gefühl haben, wir können zur Verantwortung gezogen werden für unsere Handlungen. Denn im Internet sieht man ja, wie die Menschen halt sich in vermeintlicher Anonymität halt gehen lassen und wie aggressiv Menschen sich zum Teil im Internet verhalten und wo man sich wirklich fragt, wo sind diese Menschen im Alltag? Ja, also, aber ja, das wird sich natürlich nun zeigen in diesem Jahr, inwiefern auch diese Menschen hoffentlich lernen können, denn diese Menschen sind ja offensichtlich auch nicht gerade glücklich und zufrieden mit dieser dämonischen Seite des Mars, ja, denn wenn man das Verlangen hat, da im Internet meinetwegen andere Leute zu beschimpfen, zu stalken oder sonst was, dann kann man ja logischerweise nicht gerade sehr zufrieden
zufrieden mit sich und seinem Leben sein. Also von daher hoffe ich mal, dass auch diese Menschen in diesem Maß ja halt lernen, auf eine konstruktivere Art mit ihren männlichen Energien umzugehen, denn damit helfen sie ja nicht nur anderen, sondern auch sich selbst. Okay, ich bin gespannt. Alles Gute, bis dann, ciao.